Heute stellen wir zwei abstrakte Künstler vor, Li Zaiqian und Gao Zanqing. Beginnen wir mit Li Zaiqian. Er gehört zu Taiwans frühesten ernsthaften geometrischen Skulpturenmachern. In seinen Skulpturen verbindet er eine östliche Philosophie mit einfachen geometrischen Figuren. In seiner Kunst betont er den logischen Aufbau und das Zusammenspiel von Form, Oberfläche und Dimension, um eine idealisierte Struktur zu erschaffen. Zahlen und Formen beschreibt den Kern seines Denkens. Er verwendet simple geometrische Grundelemente, einen Würfel, eine Pyramide, Zylinder, Bögen und ordnet sie in genialen Konstruktionen an, die vor allem eines ausdrücken: die subjektive Weltwahrnehmung des Künstlers und seinen Sinn für Ordnung und Struktur. Li Zaiqian hat seine künstlerische Philosophie einmal mit den Worten zusammengefasst: das Errichten von klaren geometrischen Formen als künstlerische Schaffensform bedeutet das Annehmen einer kreativen Rolle, in der man Leben neu zusammensetzt und arrangiert und auf diese Weise den Anstoß gibt, nach einer schöneren, idealeren inneren und äußeren Welt zu streben. Sehen wir uns diese Skulptur Li Zaiqians von 1985 an. Sie trägt den Titel »Die tiefen Grenzen der Unendlichkeit«. Dieses Werk wurde zur Zeit der Eröffnung des Museums der schönen Künste dort ausgestellt und hat einen interessanten Vorfall verursacht. Damals zeigten einige besorgte Personen das Werk bei den Geheimdiensten des Landes an, weil die komplett rote Skulptur ihnen aus einem bestimmten Winkel betrachtet wie der rote Stern der Kommunistischen Partei erschien. Dieser Täuschungseffekt kann natürlich auftreten, wenn man diese Skulptur von allen möglichen Winkeln aus betrachtet. Wegen des damaligen politischen Klimas entschied sich der Aussteller, ohne die Einwilligung des Künstlers, die Skulptur in einem silbrigen Weiß zu übermalen. Das sorgte natürlich für große Furore. Nicht nur fühlte sich der Künstler übergangen und missachtet, auch in der Kunstlandschaft rief es laute Debatten hervor. Die tiefen Grenzen der Unendlichkeit ist inzwischen zu einem Aushängeschild des Künstlers geworden. Nicht wegen der Furore, die es damals hervorgerufen hat, sondern weil das Werk selbst Taiwans Kunstwelt und besonders die Bildhauerei so tief geprägt hat, dass das Werk als Moment des roten Sterns in die Kunstgeschichte einging. Kommen wir nun zu dem Bildhauer Gao Zanqing. Er ist ein sehr ernsthafter Künstler und bescheidener Mensch. Er wurde in einer Familie groß, die einen Stahlbetrieb besaß, weswegen er von Kindheit an mit dem Material und seinen Bearbeitungswerkzeugen vertraut war. Seine frühesten Arbeiten verwendeten Ton und Holz, aber schließlich kam er zurück zum Stahl als Hauptmaterial. Er verwendet Techniken des Schneidens und Schweißens und verwandelt so Stahlbretter und Stahlklumpen in Skulpturen, die über Form, Haptik und Format mit Dimensionen des Raums und der Zeit spielen. Das beschreibt Gao Zanqings einzigartige Bildhauerei aus Stahl. Das Frühwerk Gao Zanqings beschäftigt sich mit Motiven aus der Menschenwelt, dem Universum, der Natur und der Umwelt, und erst in den 90er Jahren legt er all das ab, um sich einer vollständig abstrakten Bildhauerei zuzuwenden. Lassen Sie mich ein Werk vorstellen, das das Museum der schönen Künste in seiner Sammlung hat und das den Titel trägt: Das Wesen des Tiers, des Menschen und der Götter. Das Werk besteht aus drei massiven, zu einer Gruppe arrangierten schwarzen Stahlplatten, die aufrecht nebeneinander stehen. Der Platte links außen wurde aus der oberen Ecke ein längliches, dreieckiges Stück entschnitten und dann durch die restliche Platte hindurchgestochen. Die Platte in der Mitte zeigt Spuren desselben Schnitts in derselben Größe, nur hängt das abgeschnittene Stück an seinem ursprünglichen Platz. Die Platte ganz rechts außen ist ganz und unbeschädigt. Der Künstler nutzt diese Methode, um die scharfkantige, verletzte und verletzende Qualität des Tierischen darzustellen.
die fragile Zerbrechlichkeit des Menschlichen sowie die Perfektion und Vollständigkeit des Göttlichen. Gao Zhenxing schafft es, den massiven, riesigen Platten aus schwarzem Stahl unter seiner Hand eine solche Bedeutung zu verleihen. Deswegen zählt dieses 1991 entstandene Werk zu den wirkkräftigsten, aussagestärksten seiner Skulpturen.